Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, wir haben ja letztens gegen diese Maschine gekämpft, müssen hier jetzt ein bisschen was sammeln und wir müssen einen Läufer überbrücken. Aber da haben wir ja letztens schon einen Händler gesehen und den reden wir jetzt an. Ich wünsche euch jedenfalls viel Spaß beim Zuschauen, spannende Unterhaltung und wenn euch das Video wieder gefällt, bewertet das Ganze. Ich freue mich über jede positive und auch negative Bewertung. Nur dadurch werde ich besser bei negativen Bewertungen. In dem Sinne, viel Spaß beim Zuschauen. So, was braucht man denn? Was können wir verkaufen? Rohstoffe, oder? So geht das. Wächterherz, Sägezahnherz. Geschäfte mit Händlern. So. Plünderer Herz. Da ist sonst nichts Besonderes. So. Waffen brauchen wir alle. Eigentlich, würde ich mal sagen. Und dann kaufen wir eine Waffe. Was wäre da sehr empfehlenswert? Eine Stolperfalle haben wir ja, oder? Stolperfallen 90. 90 Scherben, okay. Achso, Objekt gehört mir bereits, ganz klar. Kriegsbogen, Scharfschussbogen und eine Kaya-Schleuder. Ungewöhnlich. Handhabung, Munition. Was können wir da noch machen? Outfits, Nora Überlebende, stille Nora Jägerin, Draht, Zünder. Kaufen wir ein paar Drähte. So, Fallen und Tränke, Schockfalle, Gesundheitstrank. So, ein paar Gesundheitstränke, Schockpfeilpaket, das wird man brauchen. Schatzkisten, eine Gratisprobe. Waffen. Was nehmen wir da eigentlich? Kriegsbogen. Den könnte man benutzen. Scharfschussbogen, Seilwerfer und Schleuder. Eine Schleuder nehmen wir natürlich. Die gehen wir da rein. Und dann war's das. Ja, das kann sehr nützlich sein. So. Jetzt haben wir mal ein paar Rohstoffe wieder rein. Na? Wir müssen da entlang. Ja, genau. So, ich bin gespannt, was da eigentlich kommt. Wo ist meine Schwester? Sie schreit von hier irgendwo. Ah, nach Rom. Prom wird hier gerufen. Wir müssen hier entlang überbrücken einen Läufer. Das können wir Inventar. Das Inventar ist voller Steine. Und wir haben volle Gesundheit. Jetzt schauen wir mal, wie wir am besten einen Kollegen hier überbrücken. Da ist ein Läufer. Wir hauen uns hier mal rein. An ihm kann ich das Überbrückungsgerät testen. Ja. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. So. Wir schleichen uns hier von hinten an. Schön leise. Oh, er ist ziemlich aufgeregt. Mach schon. Und jetzt? Ah, hat's zuerst gar nicht bemerkt. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Er wirkt fast zahm.
Wir haben ein Pferd. Sozusagen ein Pferd. Rede mit Wal. Wo ist Wal? Wie kann man reiten? Hoppala. Wie läuft das Ding? Okay. So vielleicht? Nee, auch nicht. Hilfe. Draußen weiß der Schnee ganz schön. Komisch. Das Gerät läuft nicht. Ah. Dieser Läufer ist schnell. Die X-Taste. Aber die Bestie läuft. Ja, das gefällt dir, ne? Bist du Wal? Hallo. Hoppala. Was macht dieses Ding? Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Hallo, bleibst du mal stehen? Ruhig. Aha, da bleibt die Zeit stehen. Ja, wo es hinläuft. Hallöchen, wo läufst du denn hin, mein Freund? Willst du mich pflanzen? Ich ersauf denn ja. So. Bist du Wal? Hallo? Bist du Wal? Mit dir kann man nicht reden. Okay. Wer bist du? Du bist sicher ein Händler. Ja. Na, was magst du denn? Wo bist du denn? Hallo? Hallo? Okay. Er will nicht. Aha, komme ich mit dir irgendwo wieder rauf? So, jetzt probieren wir mal was aus. Kann ich mit dir durch das... da durchgehen? Nee. Irgendwie musst du wieder zurück rauf, Kollege. Okay. Oh. Kampfgeräusche. Direkt vor dem Turm. Der Turm scheint verstummt zu sein. Holt es näher ran! Näher! Okay. Geh durch die Tore des Beckens. Okay. Alles klar. Ah. Oh nice. Was machst du denn hier, Freund der Berge? Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein. Ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Ah, nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Die Kriegsherrin. Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück.
Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Yo. Johnny? Kannst du umdrehen? Ich hoffe schon. Junge! Komm schon, kleiner Reiter. Ah, das ist so schwer zum Lenken. Schauen wir uns da ein bisschen um. Da wäre was zum Schnellspeichern. Ein ganzes Leben. Immer im Bett. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. So. Hoppla. Ah, das machen wir jetzt mal ohne. Ich gehe da ein bisschen wieder sammeln. Reinholz ist wichtig. Und er soll uns verfolgen. Oh, 900 Meter. So. Da sammeln wir mal wieder ein bisschen was ein. Ah, er läuft mir eh mit. Alter, willst du mich verarschen? Da läufst du jetzt selbst rein. So. Hopp, hopp. Bisschen Material sammeln ist immer wichtig. So. Was für eine geile Aussicht. Komm, kleiner Mann. Kleiner Mann. Denn ich will dich nicht besteigen. Ich will das sammeln. Braves Tier, braves Tier. So. Du läufst auch irgendwo hin, hm? So. Daher. Halt, stopp. Was macht dieses Ding? Hallo, ich möchte absteigen, danke. Was will er von mir? Geht es dir gut, hier? Crane. Wurdest du beim Kriegstruppangriff verletzt? Nicht wirklich. Und ich bin kein Jäger oder Krieger. Ich bin eigentlich niemand. Du solltest nicht mehr mit mir reden. Wer immer du bist verletzt. Was ist passiert? Ich heiße Crane. Ich wollte mich an den Prüfungen im Jagdgebiet hinter der Anhöhe versuchen, um, naja, besser zu werden. Es lief nicht so gut. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Also, ich zielte gerade auf den Behälter auf dem Rücken eines Läufers, da riss meine Bogensehne, ich stolperte und... Ach, vergiss es. Es war nicht schön, okay? Ich wollte nur etwas trainieren und wo geht das besser als in einem Jagdgebiet? Dort gibt es Prüfungen, fast richtige Herausforderungen und man bekommt Abzeichen, wenn man Ziele oder bestimmte Zeiten erreicht. Der Aufseher ist auf dem Hügel dort, da im Norden. Frag ihn wegen einer Prüfung. Du bist bestimmt besser als ich. Du wurdest in einem Jagdgebiet verletzt? Wie? Ach so? Okay. Ach, vergiss es. Dort, der Ob... So. Wieso sagst du, dass du ein Niemand wärst und ich nicht mit dir reden soll? Ich habe einen Bogen gestohlen, okay? Und wurde verstoßen. Das war vor der Erprobung. So kann ich in dieser Zeit der Not nicht mal für meinen Stamm kämpfen.
Ich muss in der Wildnis leben, ganz allein. Darum wollte ich ein bisschen trainieren. Ich bin bloß froh, dass der Aufseher mit mir geredet hat. Ich glaube, er ist ein Verbannter oder sowas. Ihn scheinen die Gesetze der Stammmütter nicht zu kümmern. Es läuft nicht wirklich besonders gut für dich, was? Kann ich dir irgendwie helfen? Nein, nein. Ich komme klar. Mein Vater sagte immer, Urmutter hätte Pläne für mich. Zumindest bevor ihn ein Läufer überrannt hat. Ich muss jetzt los, Grant. Okay, sei vorsichtig, besonders Richtung Norden. Und schau im Jagdgebiet vorbei, wenn du trainieren willst. Beginne die Jagdprüfungen. Ah, wo ist mein Viech hin? Ja, Grant hat gerade reingeschaut, als wäre er ein Pädophiler. Komischer Blick. Der hat mir irgendwie Angst gemacht. So, wo sind hier die Prüfungen? Was ist hier? Wahnsinnig, wie weit geht denn das hier rauf? Ah, okay. So. Oh. Das geht ein bisschen schneller. So. Sind wir eigentlich... Hopp, hopp. Schauen wir mal kurz. Eine Quest. Hauptquest, Jagdgebiete. Nora Jagdgebiet, Tutorials. So, Nebenquest. Hauptquest, die Spur der Kriegsherrin. Ah, das können wir erst hier machen. Das wollten wir verfolgen. Die Spur der Kriegsherrin. Aufträge, Jagdgebiete, Nora-Jagdgebiet. So, hopp. Schnee. Hier draußen wird es nicht wärmer. Nö. Nee. Sieht nicht so aus. Schnee, Schnee, Schnee. Wunderbarer Schnee. Alter, bleib stehen mal. Hallo, du bist wer? Neil Armstrong. Voraus lauert Gefahr. Gefahr für dich, Fremder. Hier ist Noraland. Ja, ja, ja. Betreten bei Todesstrafe verboten. Treffender Ausdruck bei Todesstrafe. Tja, der hier hat seine Strafe bekommen. Wer war er? Ein Dieb, Sklavenhändler, Mörder. Der Typ, der ehrliche Mörder in Verruf bringt. Val sagte mir, an der Straße würden Banditen lauern. Tja, so simpel ist das nicht. Die greifen nicht immer an. Die meisten schlagen ein Lager auf und sitzen faul rum wie Schimmelpilz. Es sei denn, jemand unternimmt etwas dagegen. Du gefällst mir. Folge der Rauchspur auf der anderen Seite der Ruinen. Ich warte dort. Teufelsdurst, Banditenlager. Okay. Verfolgen wir das hier? Ist nur 400 Meter entfernt. Hoppla. Was hast du hier? Wüstenglas. Eine Leiche. Oh mein Gott. Poliert. Wir untersuchen hier einfach Leichen. Nice. Und wo müssen wir jetzt hin? Ah, okay. So, ja. Ja, was bin ich denn hier drüber gelaufen? Witnesskill. Wir haben hier einfach ein Viech überrannt. Was willst du denn hier? Aua. Hey. Oh, hi. Da kommen einfach mal drei Dinger durch. Wächterherz, das ist sehr gut. Aha, der nächste hat mich entdeckt.
kommst du zu mir her? Nee. Dankeschön. Ey, wo laufst du denn hin, Freund der Berge? Langhaarsteufelsdürst. So, jetzt kann ich hier mal auch weiter. Mann. Da ist auch etwas gewesen, aber wir wollen zuerst darauf schauen. Bisschen schneller, wenn es geht. Alter, wo steht denn der Junge? Bal sagte, dass Kriegsherrin Sunna die Mörder von der Erprobung verfolgt hat. Aha, okay. Dann verfolgen wir das hier. Ist, glaube ich, besser. So. Ruck. Runter. Hier war auch etwas. Altes Gefäß, U-Fly, alter Zahnstocher, okay, alter Ring, sehr nice. So. Bal hat von einem Banditenlager gesprochen. Mit wem sprechen wir hier? Das muss wohl das Lager sein. Ich sollte lieber die Augen offen halten. Was ist hier? Ich hab doch hier jemanden gesehen. Erstes altes Gefäß gefunden, freigeschalten, okay. So. Ferdi, komm her. Hey, da sitzt sie ja. Er steht einfach nur davor. Hallo. Kannst du reden? Schön, dass du hier bist. Das ist schön. Warum? Nenn es gemeinsame Interessen. Und nenn mich Neil. Sieh mal, die alten Felsen. Dort kauert ein Banditenklan. Rüttle an den Felsen und sie kriechen heraus. Wie die Würmer, die sie sind. Banditen? Wieso sind die hier? Die Nora haben Erbe. Gerüchte fließen wie Blut. Ohne Krieger zum Schutz der Grenze schlüpfen blutdürstige Krieger einfach hinein. Mein Partner und ich folgen den Kerlen seit Tagen. Guter Fährtenleser, aber er zog ohne mich los. Dabei hatten wir darüber geredet. Doch ich verstehe ihn. Warte zu lange und es juckt dich nach Pfeil und Bogen. Wie wär's, wollen wir uns zusammentun? Sie umlegen. Na gut. Jemand muss verhindern, dass die anderen wehtun. Und das werden wir. Wir halten sie von allem ab. Außer von Todesschreien. Geh du ruhig voraus. Ich bin schon gespannt zu sehen, was du drauf hast. Oh wow, nice. Das wird wahrscheinlich... Das ist der Alarm. Lass sie Alarm schlagen, dann kommen noch mehr. Wie ein Geschenk. Und wenn das deinem Heldenmut noch nicht reicht, sind da noch die Gefangenen. Wow. Ja, das nehmen wir natürlich an. Und wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich danke recht herzlich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.